Kommunen haben hauptsächlich ein Problem mit Parkplatznot, mit Emissionsbelastungen, mit der Herausforderung, die Emissionen zu senken in den Städten. Das Fahrrad ist hier genau das richtige Mittel, um dies zu tun. Und der Gesetzgeber hat auch hier wieder eine Erleichterung für die Kommunen erschaffen, indem Tempo-30-Zonen und Verkehrsspuren für nachhaltige Mobilität wesentlich leichter eingerichtet werden können. Fahrräder boomen deswegen so sehr, weil die Großstädte natürlich immer voller werden und weil man mit dem Fahrrad einfach kalkulierbar seinen Weg planen kann, seine Zeit planen kann. Man muss keinen Parkplatz suchen, man steht auf gar keinen Fall im Stau. Wir haben viele Mitarbeitende mittlerweile, die sich Klappräder leasen und dann eine Kombination aus öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern dann den letzten Weg mit dem Fahrrad nehmen, um das Auto einfach komplett zu Hause stehen zu lassen. Unsere Gründung ist im Jahr 2012 gewesen und unser Credo seit 2012 ist, Menschen in Unternehmen auf das Fahrrad zu bringen, als Teil der neuen Mobilität. Und dieses Credo leben und lieben wir in unserem Unternehmen. Die Vision, die wir haben, ist, dass unsere Kunden momentan zu ungefähr 10% der Belegschaft das Fahrrad nutzen. Unsere Vision ist ganz klar, dass dieser Anteil der Arbeitnehmer auf mindestens 15% für die Zukunft steigen wird. Grundsätzlich kann jede Firma bei uns ein Dienstradleasing abschließen. Das gilt sowohl für den Selbstständigen über die kleinen und mittelständischen Betriebe bis hin zum Großkonzern. Mittlerweile kann auch der öffentliche Dienst das Dienstradleasing anbieten. Wir versuchen, jeden Kundenwunsch bei uns umzusetzen im Dienstradleasing-Modell. Und das geht von der klassischen Gehaltsumwandlung pro Monat über eine Umwandlung zum Beispiel über einen Bonus oder auch direkt der Abzug vom Nettolohn. Das ist bei uns auch alles digital umsetzbar und im Leasingrechner für die Mitarbeitenden einsehbar, dass jeder sich direkt vorab informieren kann, was ihn das Dienstradmodell letztendlich kostet. Wir haben wahnsinnig viel gemeinsam mit meinem Dienstrad erreicht. Wir haben seit der ersten Stunde an eine sehr intensive Zusammenarbeit aufgebaut, über Regelmeetings, schnelle Austauschformate, eine sehr, sehr gute Feedback- und Fehlerkultur. Daraus hat sich eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und vor allem auch eine super Projektorganisation ergeben, die auch unsere Kundenwünsche insbesondere in Teilprojektschritten berücksichtigt hat. Der gesundheitliche Aspekt wird gerade bei Großkonzernen, aber auch bei kleinen und mittelständischen Unternehmen immer wichtiger. Gerade die den ganzen Tag im Büro sitzen, für sie ist es besonders wichtig, dass sie halt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können. Und je besser diese Fahrräder werden, desto länger werden auch die Strecken. Mein Dienstrad ist Innovationsführer am Markt. Wir bieten unseren Kunden ausgereifte und durchdachte Lösungen, die dazu führen, dass Dienstradleasing in jeder Unternehmensgröße erfolgreich implementiert werden kann. Viele Konzerne, mittelständische Kunden und auch Kleinunternehmen nutzen bereits unser Angebot. Es gibt mehrere USPs für unsere Kunden. Beispielsweise kann man bei uns besonders preiswert und komfortabel Räder im eigenen Mein-Dienstrad-Shop leasen. Diese werden persönlich montiert, geliefert und der Fahrer wird eingewiesen vor Ort. Und später im Verlauf des Vertrages wird das Fahrrad auch direkt vor Ort beim Fahrer gewartet. Er muss also nicht mit dem Fahrrad zur nächsten Wartungsstelle fahren, sondern wir kommen zu ihm. Die Außenwirkung für das Unternehmen ist deutlich positiv. Das Unternehmen stärkt die Mobilitätswende in Richtung CO2-neutraler Fortbewegung und gleichzeitig sorgt es dafür, dass Mitarbeiter sich bewegen können. Dies führt dazu, dass Dienstrad eine entscheidende positive Rolle spielt. Kaum irgendwo gehen die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit, also das Wohl der Mitarbeitenden und das Wohl des Planeten auf der anderen Seite, so gut zusammen wie beim Fahrradleasing. Ein Fahrrad anzubieten erhöht zumal auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber bei aktiven und potenziellen Mitarbeitenden. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir damit einen Beitrag zur grünen Transformation beitragen können. Wir haben eine offene und transparente Kultur. Wir sind besonders stark darin, dass wir individuelle Kundenanforderungen umsetzen können. Das entsteht aus unserem Minding heraus. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir versuchen, einen
sozialer Arbeitgeber zu sein. Wir haben ein umfangreiches Benefit-Paket für unsere Mitarbeiter. Und wir schaffen es, weil wir eine offene Firmenkultur leben. Wir sind als mein Dienstrat tatsächlich der einzige Anbieter am Markt, der sich um Projekte kümmert. Da beteiligen wir uns an ganz, ganz vielen Projekten, dass wir in Zukunft die Städte noch grüner machen, noch mehr auf Fahrräder einstellen. Zum Beispiel die Fahrradstrecken in den unterschiedlichen Großstädten aufzunehmen, zu gucken, wo fließt der Verkehr, wo fließt er nicht, was muss man vielleicht an den Ampeln verbessern. Und da sind wir durch unsere Projekte, die wir da anbieten, einfach immer Teil des Ganzen. Insofern sehe ich uns als großen Teil der Fahrrad-Community. Handwerklich ist das Thema Fahrradleasing ein komplexes Thema. Einerseits viele operative, notwendige Schritte, zum Beispiel eine Verhandlung mit Tarifparteien über wichtige Entscheidungen bis hin zu der Vorbereitung der Rollout-Prozesse im Alltagsgeschäft. Wir sind sehr froh, dass wir diesen Schritt gemeinsam mit Mein Dienstrad gegangen sind, ihn weitergehen werden und freuen uns, wie viele Fahrräder schon auf der Straße sind. Wir erwarten, dass der Gesetzgeber wie bisher und auch gerade aktuell sehr stark das Fahrrad stärken wird. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Entgeltumwandlung gestärkt worden ist, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern Fahrräder zur Verfügung stellen können und selbst keine eigenen finanziellen Mittel dazu in die Hand nehmen müssen. Wir sehen, dass die Infrastruktur aufgebaut wird zum Fahrrad. Wir sehen, dass viele Unternehmen weiterhin den Trend nutzen werden, ihren Mitarbeitern diese neue Mobilitätsform zur Verfügung zu stellen, und sehen einen deutlich wachsenden Markt für die nächsten Jahre.